Hallöchen Leute, willkommen zum neuen Video. Heute habe ich mal eine Idee. Wow. Jo, ich wollte mal so ein Video machen, in dem ich einfach mal ein Texturenpaket mit euch teste. Ich habe hier schon ein paar 1.9 Dinger raus hier mir besorgt. Einmal das Litos, das Headcraft, das Dustycraft und das Altus Roman. Also römisch Bau Ding. Jo, dann würde ich mal sagen, hier ist das Ding. Das ist bei Merigue, oder wie man den wieder ausspricht, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall kompatibel, weil das hier oben ist inkompatibel, weil das moderne, aber gut, scheiß drauf. Ja, und dann würde ich sagen, wir wechseln mal auf das Texturenpaket. Mein erstes Bewertungskriterium ist das Interface. Also das hier, was ihr hier seht. Ich finde das eigentlich ganz nice. Ganz cool. Es ist mehr so auf Cartoon getrimmt. Die Ding finde ich irgendwie auch geil. Die Schrift. Also kriegt von mir die Schulnote 2. Plus. 2 plus. Einzelspiele? Oh ja. Der Hintergrund kriegt von mir schon mal die Note 3, weil es ein bisschen altbacken aussieht. Jo. Dann gehen wir mal in die Mindrive-Welt von mir rein. Da habe ich so ein Achter, so eine Minenachterbahn gebaut. Jo, und ich... Oh Gott. Linksshift, ja. Ich möchte raus. Ah, genau. Und ich habe ich habe unten den Untertitel angestellt in Minecraft. Aha, hier regnet es gerade. Seht man auch. Ja, der Regen ist jetzt nicht so originell. Hey, sag mal, ist das 3D? Tatsächlich. Geil, das ist ja wirklich fast 3D. Ist Kurve auch 3D? Ne, doch. Geil! Wenn ihr das installiert, da habt ihr sogar 3D Texture Pack. Wie geil ist das denn? Ja, das ist hier so ein bisschen so auf Cartoon-mäßig gemacht. Und ja. Ich find's eigentlich ganz cool. Also die Organalität kriegt von mir eine 1,5 als Ding. Jo, und dann würde ich mal sagen... Mei! Wie nice ist das denn? Das ist ja mal ein Mario Easter Egg. Feuerblume. Jo, dann die Smoothigkeit, also die Harmonie in dem Texture Pack ist eigentlich... noch besser als bei Jollycraft. Und ja, das finde ich eigentlich ja ganz cool. Vor allem diese weichen Kanten hier. Wahnsinn. Müssen wir wieder in die Richtung laufen, hä? Da schon wieder ein paar Chunklegs. Muss ich mal kurz wechseln, mal kurz in eine andere Welt. Gehen wir mal in die Inselwelt rein. Hoffentlich regnet es da nicht an. Oh, da kommen ja die Farben besonders gut heraus. F3 und... Cool. Hey. Sieht richtig cool aus. Animation sehe ich hier nicht, hä?
nicht. Also da kann ich keine Note geben für die Animation. Das ist auch ein Bewertungskriterium. Ja, ich weiß, ich kann kein Englisch. So, jetzt schauen wir uns mal die ganzen Items an. Ah, ja, sieht eigentlich ganz nice aus, die Miniaturen. Viele vergessen ja auch in den Texturenpakete oder einige vergessen in den Texturenpaketen. Oh, ohohohoho. Oh. Geil, Federmaus. Fledermaus fliegt los. Die sind ja richtig geil, die Gläser. Richtig gut editiert. Super. Und ja, selbst ein Otto-Normal-Typ kann Texturenpakete erstellen. Dazu mache ich aber irgendwann noch ein Video. Ey, der Smaragd, der Lapis-Lazuli-Block ist animiert. Cool. Also kann ich doch eine Ding geben. Eine Animationsding. Da würde ich sagen, da gebe ich eine gute. Gebe ich eine 2. Ja. Jo. Sieht gut aus. Nice. Seelaterne ist jetzt, glaube ich, nicht animiert. Animiert, ja, genau. Animiert. Oder? Doch, ist sogar auch animiert. Cool. Und 3D. Leute, das ist ja echt ein geiles Texture Pack. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich werde euch natürlich den Download-Link wie immer in die Beschreibung unten reintun. Und ja, die Items. Schauen wir mal das an. Oh, sehr gut. Die Ranken, geil. Cool. Der Drachenkopf, wie geil ist der denn? Geil, geil, geil. Oh Mann, jetzt schauen wir uns die Deko noch an. Die Deko. Cool. Deko ist auch cool. Der Blumentopf ist sogar auch. Der würde mich jetzt auch mal interessieren, ob der auch 3D gemacht ist. Ob der auch wirklich 3D gemacht ist. Geil! Der ist auch 3D. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Geil. Der Ofen? Der Ofen ist ja auch 3D. Ofen. Tatsächlich sogar modern. Hui, cool. Cool, cool, cool. Wo ist denn das Eisengitter? Eisengitter da. Eisengitter, weil das ist oft in dem Voll-Texture-Pack ist es nicht 3D. Oh. Oho, wie kriegt man denn so eine Schräge in Minecraft hin? Das müsst ihr mir mal sagen. Wie kriegt man so eine Schräge in Minecraft hin? Wie kriegt man sowas hin? Also das gibt eine glatte 1. Das gibt eine 1 doppel plus 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 plus. Ja, wirklich krass, ey. Richtig geil. Schauen wir mal wieder. Das sieht jetzt echt gut aus. Der Braundrang. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Oh, Dix. Schauen wir mal. Jetzt nehmen wir mal so ein Schwert in die Hand. Oh Gott. Teilweise sind die ja nicht gut. So, check. Ah, die Schwerter sind nicht 3D. Schade. Schade, beim Zweck sind die 3D. Glaube ich. Was, wie sieht's mit dem Bogen aus? Ist auch nicht 3D. Schade. Aber wenigstens die Pfeile. Die Pfeile sind immer. Ah, das ist auch gute Textur. Wow. Jo, Leute. Ich würde sagen, das war's. Ich sag. Ich muss jetzt das Video beenden, sonst nimmt Bandicam wieder. Ja. Ich sag. Ciao und tschüss.